Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Conan Exiles, wieder auf dem Conplatz-Server, dem Streamer-Server. Und ja, wir legen wieder los heute. Es ist wieder Donnerstag und wir kümmern uns erstmal schnell. Hey Heidi, dankeschön für 60 Bits, dankeschön. Schön zum Start der Folge nochmal 60 Bits. Viel Spaß im Game, dankeschön, vielen, vielen Dank. Wir werden nämlich jetzt gleich mal erstmal hier die Tränke wieder abliefern. Hier sind nämlich gar keine Tränke mehr. So. Dann werde ich... Wir haben jetzt nicht lauter Ressourcen noch, die ich nicht brauche. Was ist in der Kiste hier drin? Keine Ahnung, wem die gehört. So, dann gehen wir mal ins Lager. Es wurde ja gewünscht, die Sachen hier reinzupacken. Ich weiß noch nicht, wo Federn sind. Gucken wir mal schnell durch. Kadaver. Guck mal, da kann ich hier das Dings reinpacken. Blut und Knochen. Wieso denn eigentlich zwei Kisten? Achso, einmal Knochen und einmal Blut. Verstehe. Feuchtigkeitspresse. Wird Öl gemacht. Okay. Verarbeitet. Was? Verarbeitet. Keine Ahnung. Edelholz, ja. Edelmetall. Häute. Leder. Exotisches. Was ist denn da so drin? Na, da hatte ich ja hier Dings schon reingepackt. So, Stoffe. Hier sind Federn, kann das sein? Warte, gucken mal. Ich packe die jetzt erstmal da dazu. Alter. Übertrieben viele Federn. Ich würde da jetzt erstmal Federn ranschreiben. Ich weiß nur nicht, für was die sonst gedacht war. Ich meine, reicht auch eine kleine Kiste, ehrlich gesagt. So, Hausbau. Honig. Insekten. Ja. Pflanzen. Was? Blüten. Na gut, das hätte man eigentlich hier mit... Na gut. So, die brauchen wir wieder. Beziehungsweise, ich überlege gerade... Ich muss nämlich irgendwo... So, große Kiste, große Kiste. Aber wisst ihr was? Wo ist denn jetzt hier Obsidian? Sowas mag ich ja auch nicht hier. Das muss schon sortiert sein. Hallo Freaky, Grüße. Ne, bei mir bist du auch orange, Freaky. Dein Name ist bei mir auch orange. So. Dann packe ich denen hier das Eis noch. Guck mal, die haben noch jetzt schwarzes Eis. Egal. So. Und Obsidian weiß ich jetzt halt auch nicht, ehrlich gesagt. Das würde ich jetzt erstmal denn hier reinpacken. So. Okay, wir haben jetzt aber... Haben wir irgendwo jetzt eine Kiste, wo ich... Ach ja, Werkzeug war hier vorne. Spitzhacke. Das ist ja auch Quark eigentlich mit den Spitzhacken. Oh, die ist natürlich auch ein bisschen besser als mein Hackmesser. Ach, das ist nur das Eisendings. Schade, dass man diese Verbesserung nicht wieder runternehmen kann. Aber Sichel hängt jetzt hier nicht. Das Wichtigste hängt jetzt hier nicht. Waffen. Das Wichtigste, was wir eigentlich brauchen, hängt da nicht. Wahrscheinlich von Eddie. Das sind Begleiter hier. Okay. Pfeile. Schreib doch da mal Pfeile ran. So. To go. Noch eine To-Go-Kiste. Okay. Wir kümmern uns mal schnell um die Tiere. Ich glaube ja, Vögel hatten wir auch drin, zwei Stück. Ich glaube, zwei Vögel hatten wir auch drin. Hallo Narzisst, Grüße, willkommen im Stream. So, ja, hier sitzt schon einer. Ah, zwei Vögel sind draußen. Das waren die für die Belle. Die produzieren dann auch Federn. Sehr lustig. Das waren die für Bell. Die packe ich jetzt erstmal in die Tierkiste. Und die Spinnen. Was mache ich mit Spinnen? Ich habe jetzt fünf Spinnen. Ich habe doch eine Tierkiste, oder? Ach, hier ist Teleporter, steht jetzt hier.
Hier hinten war doch irgendwo noch eine Tierkiste, oder nicht? Tiere. Lederhäute, Stoff, Exotisches, Federn. Hör mich nicht doof, ich hab doch hier irgendwo... Gab's nicht die Tierkiste? Da, Tiere. Die wollte Bell haben. Da sind sie. Jetzt müssen wir nochmal gucken mit den Spinnen. Das müssen wir jetzt noch schnell erledigen. Die Tiere, die sind schon wieder alle verschoben. Wahrscheinlich wurde was angegriffen. Die kann ich jetzt hier wieder nur so hinstellen. Doch, hier oben. Weil die zu nah am Dijon war. Diese hässliche Hyäne ist halt... Schön ist was anderes. So, die kann ich jetzt auch wahrscheinlich... Ja doch, hier vorne war gerade was. Nee, folgen nicht. Bewegen. Ich meine, die sind ja auch Deko-Elemente, also müssen die auch ordentlich da stehen. Warte mal, erstmal dahin. Und dann nochmal. Dahin. Elefant kann so bleiben. Hatte ich denn jetzt eigentlich noch. Ja, Aloe Vera. Muss nochmal mit der Sichel nochmal Aloe Vera holen, eigentlich. So, haben wir hier noch was durchlaufen? Ne, Kompost. Ah, es fehlt Blut. So. Okay, zack. Hallo, Life and Enjoy, Grüße. Dann schmeißen wir hier gleich mal wieder an. Man könnte halt auch mal die besseren probieren, aber... Frage ist, ob man das braucht. Vor allem reines. Alter Falter. Reines. Das macht wahrscheinlich instant deine Gesundheit voll. Aber ich finde, die reichen eigentlich. Wenn ihr mich fragt. Die normalen. So, das kann man durchlaufen. So, dann gucken wir mal. Oben der Tierferch sollte weg. Es wurde darum gebeten, dass der da oben wegkommt. Dann werde ich den Pferdeferch, Pferdestall da hinten wegnehmen. Versuchen da den Tierferch hinzustellen. Brauche leider den Tierferch. Für... So, und das ist unsere Spinne, die wir letztes Mal beauftragt haben. Beziehungsweise angestellt haben. 4 schwarze Witwen gleich. Und eine rote. Es gab eine 6%ige Chance, dass noch eine Dämonenspinne rauskam, aber ist es leider nicht. So, wir sind eh überladen, das heißt... Zack. So, dann wäre das in dem Sinne weg. Jetzt wollen wir versuchen, da unten hinzustellen. Das könnte klappen. Autsch. Ich musste halt auch wieder Tiere reinpacken, weil ich den Mist brauche. Das ist der Mist. Jetzt haben wir hier noch ein Pferd. Was ist das eigentlich mit der Kiste hier? Wer die Kiste denn gestellt hat, weiß ich bis heute nicht. Kann man die aufheben? Oh, die ist beschädigt. Aber Ferch dürfte hier hinpassen. Oh, hier ist aber viel... Wie, weil das beschädigt... Oh, leck, oh mein. Komm mal her, hier. Dann gehen wir mal kurz reparieren. Wartet. Den da noch. Ah, Freaky hat wieder alte Farbe erlangt. Sahst ganz blass aus. So, Repairhammer und Holz wahrscheinlich. Werkzeuge. Repairhammer. Noch ein bisschen Holz am Start. Hab ich nicht. Aber Stein haben wir, falls ich Stein brauche. Vielleicht mache ich hinten noch eine Treppe bei dem... Hier noch eine Treppe hoch. Dass man von beiden Seiten ran kann. Weil man hier hinten ja mal Mist holen muss. Auch wenn das Mist ist. So, was brauchen wir denn hier?
Eisenverstärkung. Die Kiste kann erstmal bleiben. Ein Ziegel und ein geformtes Holz. Na gut, das haben wir. Ein Ziegel, ein geformtes Holz. Ich glaube, Ziegel haben wir auch noch. Alter, wieso ist denn hier alles beschädigt? Alles, komplett. Wer hat hier randaliert? Ein Ziegel, ein geformtes Holz. Also geformtes Holz haben wir ja immer hergestellt lassen hier. Ein Ziegel. Habe ich noch einen Ziegel? Kein Ziegel mehr. Ich hab... Aber eigentlich können wir den Pferdestall auch abreißen, ehrlich gesagt. Das geht ja, glaube ich. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir hier den Pferdchen stellen können. War ja klar, dass du jetzt ankommen musst. Mistvieh. Dreckbein, Junge! Das geht halt nicht. Ich verstehe aber nicht, warum. Ich verstehe nicht, warum. Okay, wir probieren mal noch, die hier wegzumachen. Aber ich bin immer noch zwiegespalten, ob wirklich dieses Multitool hier mehr abbaut als die Axt selbst oder die Spitzhacke selbst. Bin ich immer noch zwiegespalten. So. Jetzt gucken wir mal, ob das hier irgendwo hinpasst. Der Schmarrn. Na, Kack hier nicht hinpasst, verstehe ich nicht. Da wäre perfekt. Da geht's nicht hin. Oh, da ging's gerade. Wow, hier geht's. Aber da ist scheiße. So, warum geht das nicht hier hinten? Das ist halt ärgerlich. Das ist halt ärgerlich. Warte mal, wir probieren das mal von hier oben, haben wir mehr Überblick. Als ob du dich da jetzt nicht hinstellen kannst. Du kannst ja immer stehen. Ist auch krass, dass er das jetzt auf einmal nicht mehr kann. Da geht's bei der Schrägen. Okay. So, mal gucken, ob wir es austricksen können. So, hier würde auch... Da ist der einzige Punkt, wo es gehen würde. Ätzend. Steht er da wieder direkt in den Büschen dann. Naja. Müssen wir wenigstens wegpflücken noch. So, da kommt auf jeden Fall das Pferd rein, um Dung zu produzieren. Da könnte ich auch meine beiden, wie heißen sie? Schild-Silber-Gedöns reinpacken. Ja. So, und die Spinnen, die wollte ich, eine wollte ich verkaufen. Wie lange halten die sich denn jetzt? Ja, easy. Eine wollte ich ja verkaufen an den guten Ank. Wir hatten ja dann so einen kleinen Deal. Und die andere
Und die anderen vier weiß ich noch nicht. Schwarze Witwen will bestimmt jemand haben. Leben meine Vögel eigentlich noch? Ja, der ist da und der andere war auf dem... Der andere war auf der Mauer da vorne. Perfekt. So, dann können wir aber mal hier ein bisschen reinpacken. Ist ja alles leer zu fressen? Ist ja verrückt. Samen. Jetzt nicht unbedingt. Okay. Ah, ein bisschen aufräumen hier und dann können sie mich heute starten. Ich habe tatsächlich heute noch so gar nichts vor. Ich glaube, der Niraus, der Herr Karthago, der wollte heute ein paar Dungeons machen. Hätte ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Guck mal, dann können wir das Holz gleich mal. Wir machen mal 200. Die behalten wir mal. Und lassen noch ein paar Dinger hier herstellen. Zack. So, dann gehen wir mal zu Tiere. Packen da mal die Spinnen rein. Und die beiden nehmen wir mit. Die können nämlich Dunk produzieren. Ich weiß noch nicht, Spinnen, ob die so viel Dunk produzieren. I don't know. So, immer noch hier Ausrüstung. Auch mal langsam wieder aufräumen hier drin. So, Mist brauchen wir, geformtes Holz rüber. Unser geht nicht. Harz, halt Harz. Harz aber herzlich nehmen wir darüber. Das ist da oben. Okay. Das sieht doch ganz gut aus. Wundsekret kann hier rüber. Und ich wollte heute mal die ersten. Ich wollte heute mal den ersten Trank mal machen. Also den hochwertigen, einen hochwertigen Trank. Und den auch mal testen. Und dann wollte ich vielleicht noch einen Stein herstellen. Da müssen wir mal gucken. So, ich wollte jetzt noch wegpacken. Werkzeuge. Den Hammer. Den Hammer, Hammer. So. Hier kommt das Harz hin. Und die Viecher noch in den Stall. Und dann haben wir's. Dann haben wir's. Dann haben wir's. So, haben wir nur noch 50% Essen gleich. Ich glaube, ich mache hier echt noch einen Durchgang. Mal hier mal durchkommt. Ist der schon wieder nachgewachsen oder ist das ein anderer? So, hier packen wir die Dinger rein fürs Kacken. Kann man nicht anders sagen. So. Ich glaube, das mache ich jetzt. Hier, pass mal auf. Was ist denn hier drin? Aloe Vera Samen. Den heben wir auf. Den heben wir auf. Und da kommt noch eine Treppe hin. Eine Treppe! Dann kann man hier mal durchlaufen und da hinten Dings holen. Da hinten Mist holen quasi. So, der Mist, der muss ja hier rein. So, müssen wir eigentlich mal noch was anstellen. Aber ich habe keine Sichel und Karthago ist nicht da. Wir können erstmal Hallo sagen zu denen. Erstmal Hallo in die Runde. So. Holz brauchen wir und dann machen wir noch eine kleine Treppe. Brauchen wir für die Treppe. Fünf Steine. Da ist er. Du. Hast meine Treppe. Ich habe halt keine Sichel leider, das ist das Problem. Weigere mich aber auch selber eine herzustellen. Weil Karthago ist nun mal der Schmied. Da so ein bisschen drin im Hardcore-Roleplay, aber... Zack. Haben wir hier eine Treppe. Perfekt. Perfekto. Dann würde ich auch die Standfackel... Ist das... Nee.
kriegt man immer so Scheiße zu fassen. Jetzt. Ich würde den gerne hier herstellen. Bedank dich bei Chris. Wieso? Was habe ich denn schon wieder gemacht? Hä? Hä? So, dann hat man ja noch Jaguare, glaube ich. Die waren ja da unten im Keller. Wie viele Plätze hat man jetzt noch? Zwei, wa? Na, zwei waren's. Ah, Bam Bam ist da. Zwei in der Kiste bei Tiere. Die halten, glaube ich, auch noch ewig, ja. Die sind halt nur zum Dung produzieren. Auch nett. Ich brauche mal eine Sichel. Leider gibt es hier noch keine Sicheln. Jetzt müssen wir leider langsam dahin laufen. Nützt nichts, Leute. Aber immerhin haben wir zwei Jaguare in der Tasche. Erstmal hallo an alle, die im Stream sind. Im Stream. So, die müssen einmal hinter ins Pferd. Und dann gucken wir mal, ob wir diesen einen Trank da herstellen können oder was das war, weil das wollte ich mir mal genauer angucken. Achso, auf der Mauer, weil ich das gesagt habe. Auf der Mauer, auf der Lauer, sitzt eine kleine Wanche. Deswegen oder was? Wanche. So, hier kommen die rein. Und hier kommen die Leos rein. Aber ich sehe gerade, die haben dann. Brauchen die dann was zu fressen? Ich glaube nicht. Ich frage mich nur. Ach doch, die brauchen was zu fressen. Wieso wird aber nur zweimal produziert? Warum nicht fünfmal? Das würde mich ja mal interessieren. Wir können ja mal ganz kurz eine Hyäne verprügeln. Hacken wir die mal. Und packen das mal beim bei den Leoparden rein. Vielleicht brauchen die ja doch fressen. Ach, tatsächlich, zieht ihr das rein. Was ich noch nicht verstehe, wieso nur zweimal? Braucht Pferd Rinde oder deswegen oder was? Woher hat ihr gerade einen Teaser angegriffen? Oh, hier unten. Da hinten. Rennt da los. The Bam Bam. So, warte mal. Brauch mal Rinde. Jetzt habe ich einen endgültigen Ohrwurm. Gar nicht. Ich habe nichts gemacht. Bin mir keiner Schuld bewusst. So, steht natürlich mega schief jetzt das Ding, aber was soll's. Wow, hör auf jetzt zu schubsen. Ich habe Joghurt im Rucksack. Was ist denn mit euch? Dreckbein. Ich will kein Fell haben. So, also. Das noch rüber. Jetzt wird es wenigstens viermal produziert. Aber ich frage mich, warum nur viermal? Warum nicht fünfmal? Hat jemand eine Idee? Warum nicht fünfmal? Ich meine, viermal ist auch gut, aber... I don't know. Das ist schlecht, Freaky, das ist schlecht. Wenn du es nicht weißt... Stock. So. Genau, ich wollte mir einen Trank machen. Ich guck mal ganz kurz in meine
freshen Schamanen-Unterlagen. Ich muss noch mal gucken, wo ich das Ding habe. Da. So. Ich habe nämlich hier die Tränke vorbereitet. Damit ich nicht immer gucken muss. So, ich will nämlich den Radium-Edelstein. Da brauchen wir 10-mal Kristall, 3-mal Alchemie, alchemistische Grundsubstanz und 1-mal Hexenpulver. Das haben wir definitiv alles da. Also, wir brauchen 3-mal Grundsubstanz. Wenn man ein bisschen ein bisschen Magie walten lassen. So, dann brauchen wir, was habe ich gesagt, 10-mal Kristall. So, Kristall hatten wir definitiv auch. 10-mal. Und 1-mal Hexenpulver. Hexenfeuer, da. Zack. 1-mal. So, und das sollen wir wohl jetzt herstellen können. Das ist der verderbte Stein. Frage ist, ob das in der jetzt hier auch schon geht. Ach, im Feuerschalenkessel soll das gehen. Aber ich kann das wahrscheinlich noch nicht. Wegen Level 60, kann das sein? Radium-Edelstein. Die Frage ist, ob man das lernen kann oder ob man das erst finden muss. Da ist er. Mit 52, ey, können wir doch lernen. Das heißt, wir brauchen den Quark noch. Das war die bunte Fackel. Und Sprengstoff will ich auch noch haben. Und das können wir jetzt schon. Lol. Okay, einmal brauchen wir das. Das hängt wieder. Geh nochmal rein und nochmal raus. Andersrum. Nochmal raus und nochmal rein. Können wir schon mit 52, perfekt. Okay, haben wir auch gelernt. Das andere waren jetzt Sprengvasen. Da brauchen wir die Vase. Wo finde ich die denn? Töpferlehrling, da unten. Und Sprengvasen. Da. Nice. Die wollte ich nämlich mal lernen hier. Handgemacht, okay. So, jetzt gucken wir erstmal. Rhodiumstein. Muss ich in der Hand machen? Nee. Warte mal, hier habe ich doch gerade die... Wo ist sie hin? Da. Brauchen die. Ein Tonkrug, Teer und Drachenpulver. Ach du Scheiße, wo kriegt man denn Drachenpulver her? Explosionsfalle. Hm. Drachenpulver. Muss nur mal gucken, wo den den Radiumstein machen können. Radiumstein, Alchemistenwerkbank. Achso, ich dachte hier im Kessel. Oh ja, der hat Hunger. Ah, da ist er. Also den wollte ich einmal herstellen. Der Stein, der soll wohl irgendwie Halluzinationen oder so verursachen. So, jetzt haben wir schon mal so einen Stein. Kann man den einfach... Ach, guck mal, hier habe ich auch noch Fleisch. Kann man den so runternehmen? Kann man den irgendwas... Kann man da irgendwas... Ein seltsamer Edelstein, der leuchtet, wenn man ihn reibt. Ja, aber... Als was zählt der? Mit Radium verbundene Edelsteine strahlen das Licht hier aus. Um sie zum Glühen zu bringen, braucht man nur den Daumen darüber zu streichen. Ebenso, wenn man sie zum Erlöschen bringen will. Der wandelnde Schatten. Als Produkt einer längst vergessenen Wissenschaft schienen diese Edelsteine nach ihrer Aktivierung scheinbar endlos zu leuchten. Allerdings hatte das Ganze einen Preis. Denn wer die Radium-Edelsteine benutzt, scheint ganz langsam den Verstand zu verlieren und von Städten aus grünem Stein und den namenlosen Monstern zu fantasieren, die in ihnen lauern. Ja, aber wie benutzt man das dann? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. So,
Wir machen uns jetzt hier erstmal kurz diese komischen Streifen. Ach, damit. Ich wollte gerade sagen, ach ne, Kohle. Wo habe ich denn die? Wo ist denn hier Kohle? Ist aufgebraucht, oder was? So, ein bisschen was zu essen. So. Dann würde ich gerne mal noch probieren. Machen wir mal noch für einen Trank. So, hier raus können wir auch eine Lampe machen, habe ich gesehen. Aus diesem Radiumstein. Muss noch mal gucken, wo man die macht. Das weiß ich leider noch nicht. Radium. Ach, eine Wandfackel. Standfackel. Ja, aber Handwerk. Werkbank eines Handwerkers. Das ist ja die normale. Die haben wir ja. Das wäre die hier. Zack. Haben wir die denn? Ich meine Wandfackel machen wollen. Oh, Hexenpulver und Eisenbarren. Hä, Hexenpulver und Eisenbarren? Das heißt, du brauchst nicht mal den Stein dafür. Wozu ist dann dieser fucking Stein, Alter? Oh ja, zwei würde ich mir mal gönnen. Ich weiß aber noch nicht, Hexenfeuer. Wie kann man Hexenfeuer überhaupt herstellen? Das haben wir bis jetzt immer nur gefunden. Das hier ist aus dem Leuchteschleim. Ah ne, hier. Das sind die ja. Was war das da oben für eine Lampe? Hexenfeuerwandfackel. Ne, das ist mir zu teuer. Aber hier mit dem Stein, guck mal. Da. Stahlbarren. Stahlbarren. Haben wir noch Stahlbarren? Ich glaube, einen haben wir noch. Das ist sogar gehärteter hier oben. Ja, wir haben noch Stahlbarren. Achso, weißt du was? Nimm alle. Alle rüber. Da müssen wir nur mal so einen Stein nochmal machen. Mal zeig erstmal, wie die aussehen. Vielleicht finde ich die auch mega hässlich. Ist nur Zierde, aber da steht ja, dass man Hallos kriegt. Und eine grüne Stadt irgendwie mit namenlosen Monstern und so ein Blödsinn. Das würde mich halt mal interessieren, ob das wirklich irgendwie zutrifft. Oder ob man im Dunkeln zum Beispiel leuchtet dann. Dass man dann Licht hat quasi, wenn man den dabei hat. So, jetzt will ich eigentlich die Fackel hier abmachen. Steinmauer natürlich nicht. So, und da würde ich denn die ran machen. Die sehen noch mehr schamanisch aus, guck mal. Aber ich dachte, die wären lila. Was ist das denn? Die haben sogar einen Inventarslot. Komm, wir machen eine, machen wir noch. So, wo habe ich die jetzt nochmal hergestellt? Hier. 2 und 1. Eigentlich müssen wir 3 machen. Eigentlich müssen wir 3 machen. Weil einen will ich im Inventar behalten. Was fehlt denn jetzt? Ach, plus 2. So, jetzt aber. So. Die packen wir mal weg. Hallo, Debius. Plagiatus, Imitatus, herzlich willkommen. In den Inventarslot kannst du eine Farbkugel reinpacken, damit die Farbe... was für eine Farbkugel? Die hier? Warte.
Die? Das wäre ja nice. Mitternachtsblaues Färbemittel. Oha, das will ich mal ausprobieren. Was nehmen wir denn dann? Ja, würde ich die nehmen. Dunkelblau. Gucken wir mal. Lila habe ich noch nicht. Lila wäre auch cool. So, jetzt haben wir... Aber ich dachte, weil der Stein schon lila leuchtet, dass man das damit irgendwie machen kann. Warum ist hier eigentlich Stein drin? So, was braucht man jetzt für die Fackel? Ach so, Eisenbahnen, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Stein nur dafür gut ist. Sicher? Was ist, wenn ich den im Inventar habe? Brauche irgendwas außer eine leuchtende Waffe. Ich weiß, es gibt auch leuchtende Waffen. Aber ich will irgendwas noch, was quasi so leuchtet in meiner Tasche. Damit ich nicht jedes Mal eine Fackel in der Hand haben muss. Und wenn es bunt ist anstatt gelb, wäre auch geil. So, jetzt haben wir noch eine Fackel. Du sagst, wenn ich da Farbe reinpacke, dann leuchtet es bunt. Nee, geht nicht. Guck. Kann nicht verschoben werden. Das geht nicht. Also das geht nicht, Diggi. Das wäre mir neu. Ne, geht ja nicht, siehst du doch. Frage ist, was dann da rein soll. Ich meine, leuchten tun die ja hell. Aber meine leuchtet rot. I don't know. Ich würde das viel cooler finden, wenn man jetzt einfach, wenn man den dabei hätte, leuchten würde. So, ich würde gern Aloe Vera, aber... Hallo Maddox, Grüße! Endlich! Was? Moinsen, endlich wieder Sand und Staub auf dem Kornplatz. Ich wünsche dir viel Spaß. Danke Maddox, dankeschön. Ich würde halt auch noch leveln. Ansonsten könnten wir uns mal... Könnten wir uns mal echt um Sprengstoff kümmern. Wobei, Teer brauchen die, glaube ich, gerade selber viel. Ich würde gerne mal so Vasen her. Aber Drachenpulver, wo kriegt man denn Drachenpulver her? Drachenpulver habe ich gar... Nee, Drachenpulver haben wir gar keins. Ach ja, Alchemie, stimmt, da war was. Warte mal. Ach nee, halt hier. Dämonenblut, Schwefel, Kristall und Stahlfeuer. Alter. Und dann kriegst du eins raus, oder was? Kriegst du quasi ein Drachenpulver raus? Boah, Alter, dann ist Sprengstoff aber ziemlich teuer. Na, dann lassen wir das mit dem Sprengstoff erstmal noch. Dann lassen wir das erstmal noch mit dem Sprengstoff. So, haben wir jetzt geschrieben wegen Sichel? Ne. Bräuchte halt mal eine Sichel. Ich könnte mir auch selber eine machen, aber...
mal oben, wie das da jetzt aussieht. So, jetzt haben wir aber überall auch ein Dings dran. Müssen wir mal gucken, was das hier, Gerberei. Pflanzliche Gerberei, die kenne ich alle gar nicht, die ganzen Werkbänke. So. Sichel, gehärtete Stahlsichel. Gehärtete Stahlbahn und geformtes Holz. Gehärtete Stahlbahn haben wir auch nicht. Da gibt es noch eine andere Sichel, oder? Ja, hier. Stahlsichel. Stahlbahn und geformtes Holz. Die ist auch riesig, die Bank. Alter Falter. Krass. Verstärkter Tierferch. Wie viele Tiere passen in so einen Verstärkten? Ja, das rote Pulver war aber Kaminblütenpulver. Anukarion, herzlich willkommen, Grüße. Fünf nur? Hä? Hier passen doch schon fünf rein. Da müssen doch hier dann mehr reinpassen. Oder passen da auch nur fünf rein? Das wäre richtig dumm. Wozu braucht man den dann? Die Werkbänke unterscheiden sich nicht. Da sind Werkbänke drin, Gusstisch. Ist das hier noch? Kesselflicker. Verbesserte Werkbank eines Rüstungsmachers. Okay, was gibt's hier oben noch? Na gut, hier haben wir auch übelst. Ja, hier sind die gehärteten Stahlbahnen. Guck dir das mal an. Okay, die läuft gut durch. Ich nehme mir jetzt da mal welche. Das geformte Holz haben wir ja noch. Was ist das hier hinten? Das war ja die Präzisions-Dingsbums. Okay. Huch. Sichel wollte ich mir machen. Ja komm, dann mache ich mir schnell selber eine. Egal. Jetzt muss ich überlegen, wo war das? Hier war das. Machen wir mal die Stahlsichel. Oder wir machen die gehärtete. Habe ich jetzt gehärtet mitgenommen? Ach, ich habe gehärtet mitgenommen. Na komm, dann machen wir. Eisenverstärkung und verstärken, hä? Stahlverstärkung. Eisen und Stahl, okay. Die Festigkeit und die Wahrscheinlichkeit der mächtigen Tiere erhöht sich etwas. Echt? Die Prozentzahl dann? So, da haben wir schon mal eine. Ja, eigentlich beauftrage ich den Karthago immer mit Werkzeugen, aber der ist jetzt halt gerade nicht da und dann. Es wurde sowieso gesagt, dass nicht unbedingt jeder mehr Berufe hat, also von daher. Wieso kann man hier nur noch 11 machen? Waren da auch nur 11 angestellt, wo ich jetzt gerade ausgemacht habe? Das weiß ich gerade gar nicht. Na gut. Und hier waren 300 an. Will hier nichts kaputt machen. So. Jetzt haben wir dreimal Sichel. Sind denn hier vorne beim Rüstungsgedöns, Kesselflicker, Blödsinn, erwertetes Verbesserungswerkzeug. Eine Auswahl von Verbesserungen zur Erhöhung der Effizienz von Werkzeugen. So, das kann ich doch dann darauf ziehen auf eine Sichel, oder? Bumm.
Ich weiß halt nicht, wofür die jetzt waren. Ich glaube, die waren einfach nur so da. Ich nehme mal noch eins. Dann packe ich nämlich eine Sichel so mit. Und die anderen beiden packe ich unten ins Gedingsbums-Gedöns. Also ich meine die Äxte. Packe ich die Sicheln hier mit rein. Achso, da können nur drei Sachen rein. Ist natürlich dumm. Brauche ich noch so ein Ding hier daneben. Ich weiß nur nicht, welche das sind quasi. Also, was das hier ist. Was ist denn das? Waffenregal. Kann ich das? Wahrscheinlich eher nicht. Oder? Nö. Also, das kannst du wieder in der normalen Werkbank, wa? Das habe ich nicht gelernt. Kann jemand anders machen. Haben wir eigentlich noch Punkte zum Ausgeben? 24. Worauf wollte ich genau? Ich glaube hier, wa? Erhöht den Heileffekt des Verbrauchers. Das reicht nicht. Ein Punkt fehlt. So. So, dann werde ich nämlich jetzt mal ganz kurz nochmal Aloe Vera farmen. Ich überlege, ob wir dann dahinter reiten, weil eigentlich war hier übelst Aloe Vera. Ja, komm, machen wir. Machen wir! Müssen wir mal gucken, bis die anderen da sind. Lass uns mal das Pferd nehmen. Wir müssen auf jeden Fall noch was zu essen mitnehmen. Aber wisst ihr was? Da können wir auch die Streifen mitnehmen. Wie viel hat es da jetzt gebraten? Scheiße. Hey, wieso ist denn... So, mir fehlt Brennstoff. Brennstoff! Aber, Plagiatus, du scheinst dich da auszukennen. Macht es wirklich viel aus? Ob man... Oder wie erkläre ich das? Also, farbt man mit dem Multitool, was ich jetzt hier habe, genauso viel, wie wenn ich nur Axt oder nur Spitzhacke nehme? Oder ist da schon ein Unterschied? Ich meine, hier kriege ich ja auch alle Ressourcen. Oh, meine Waffe ist auch fast kaputt. Stein und Holz, ja. Sowas wie Schwefel zum Beispiel bekommst du damit nicht. So, neuer Pferd. Wir können mal einmal... Können wir einmal kurz säubern. Was Hygiene angeht. Braucht die Level. Wenn ich Level 60 erreichen, damit ich da Ruhe habe mit dem scheiß Leveln. Und wenn wir heute Dungeons machen, dann kriege ich sowieso noch XP-Punkte. Die bringen halt aber auch unnormal viel XP-Punkte, die Hyänen. Ich find's krass, einige größere Streamer haben jetzt hier schon aufgehört beim Projekt. Und das nach 3 Wochen. Verrückt. Also was heißt aufgehört, aber sind nur noch selten da, haben sie gemeint. Hätte ich nicht gedacht, dass so schnell dann bei den Leuten die Luft raus ist. Also ich will definitiv noch, bevor ich aufhöre, alle Dungeons sehen. Definitiv einmal alle Dungeons. Was war das denn jetzt? Hast du die kleinen Hyänen?
backen hier wieder rum. Nur ihr Kleinen, euch lasse ich leben. Euch lasse ich leben. So, ich wollte eigentlich nur das Holz. Jetzt haben wir wieder so viel anderen Stuff. Kannst einfach da durchgehen, danke. So, hier Feuer. Sollte erreichen. Brennen Äster eigentlich auch? Aber nicht lange. Egal. Sehr cool. So, Rinde. Hat unser Pferd noch Rinde? Was levelt denn das Pferd gerade? Ach, es war ja eh egal, dass er ausgelevelt war. Ist ja schon Max Level. Dann ist auch egal, das stimmt. Hä? Die alle schon gefressen? Was ist denn das hier? Es gibt kein Bild für den Gecko. Für den Leopard gibt es kein Dings. So, dann würde ich sagen, ballern wir mal schnell los. Und holen mal noch. Muss ich mal was zu essen mitnehmen? Fast vergessen. Warum ich den ganzen Quark jetzt hier gerade gemacht habe. So 16 Streifen dürften erstmal eigentlich für die kurze Reise. Dann trinken wir noch was. Nehmen wir einen Begleiter mit. Ja, nicht wahr. Eher nicht. So, dann holen wir mal schnell Aloe Vera. Da gab es ja Unmengen von. Ich meine, hier steht auch welches. Aber es wird halt nicht reichen. Denke ich zumindest. Guck mal, wie ich das nicht farmen kann. So. Ja, nee, wie gesagt, bei einigen ist jetzt die Luft raus. Schade eigentlich, weil ich hatte mit einigen noch was vor. Das kann ich jetzt vergessen. Aber nun ja. Ich finde, dann sollten sie aber noch ein paar Leute mehr auf den Server lassen einfach. Aber man merkt schon performance-technisch, ab und zu ruckelt es dann doch mal, weil jetzt hier schon so viel steht in dem Quadrat. Das merkt man dann doch schon. Na komm, ballern wir da mal schnell hin. Geht ja echt relativ schnell. Sind doch schon ein paar neue drauf. Echt? Ich habe noch keinen. Mir ist noch keiner begegnet. Also einer ist mir begegnet. Einer ist mir begegnet. So, jetzt wird es langsam auch wieder dunkel. Das ist natürlich nicht so vorteilhaft. Ich habe auch keine Fackel dabei. Naja, brauchen wir uns schnell eine. Unterwegs. So, wenn uns jetzt noch ein paar Echsen entgegenkommen sollten. Ja, genau die. Kann die auch mal wegmachen. Was macht er denn jetzt? Ich wollte gerade sagen, ich dachte, er greift mich an. Ich gebe halt auch immer gut XP-Punkte. Siebentausend. Kann man mitnehmen. So, aber wenn wir heute die ganzen Dungeons machen wollen, oder halt viele, dann sollten wir auch genug Tränke haben. Und das haben wir aktuell nicht, deswegen will ich jetzt Aloe Vera mal schnell holen. Aber Farmen muss halt auch sein, Leute. Ein bisschen Farmen will auch sein. So, die können wir wieder umrennen. So, hier gibt es noch ein paar. Wie kriegt man da immer 30 oder was? Pflanze. Verstehe ich nicht, warum ich die manchmal nicht abernten kann.
Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Ich habe es übrigens geschafft, für die Leute, die es vielleicht so am Rande interessiert. Ich habe jetzt immer mittwochs, also montags bis mittwochs nicht gestreamt. Habe mich dann vorgestern mal hingesetzt und die Oper-Folgen geschnitten. Also die nächsten 4 Folgen sind schon mal fertig. Kommen alle 2 Tage. Vom Rustplatz. So. Und hier noch welche? Ach komm, weiter geht's. So, hier waren die... Machen die überhaupt noch Viehhandel hier? Ich sehe gar keine Tiere mehr. Ganz mysteriös. Oder haben die sich zurückgezogen? Ja, Nisa. Machen die das überhaupt noch? Ich glaube nicht, oder? Alle Tiere weg? Ja, die machen noch. Okay. So. Jetzt wollen wir links. Müssen wir links lang. Einmal die Ausfahrt links nehmen. Dann sind wir auch da. Also das finde ich halt geil bei dem Spiel, dass du dir auf der Karte einfach diese Markierung setzt. Das finde ich halt nice. Dass du da auch so viele verschiedene Icons hast und so. Guck mal, hier hätte man euch den Tiger mitnehmen können. Der hätte die ordentlich weggewumst. War doch ein Thema im Aftertalk, dass zu viele Viecher rumstehen. Ich habe Aftertalk nicht mitbekommen. Grüß dich, Leiter. Na, wohin des Weges? Ich brauche Aloe Vera für meine Tränke. Wo wollen Sie hin? Ich war ganz im wilden Dschungel. Ah, und fündig geworden? Ja, mehr als fündig. Neue Sklaven braucht das Land. Die Sklaven findet man im Osten. Ah, ich verstehe. Ah, bei uns, der Eddie, der für die Sklaven da ist, ist auch gerade im Norden und bedient sich da ein bisschen. Nordmänner, Cimera. Ja, genau. Starke Kollegen, aber ziemlich hart und so. Ja, da wenn kann ich Frau nicht mitreden. Wenn ihr Frauen in eurer Nähe habt, würde ich auf jeden Fall aufpassen. Schafft denn ihr Begleiter, ja Sklave, schafft er die 3 hier? Oh, warte einen Moment. Schade, der Stein macht wirklich nichts. So, schon besser. Mal wieder ungestört Danke. Unterhalten. Aloe Vera. Genau. Tränke, sagten sie. Aha, okay, verstehe, verstehe. Ja, als Schamane muss man das natürlich immer auf Lager haben. Ein Schamane, so. Und welche Art von Tränken sind denn in ihren Händen schon geflossen? Alle. Alle, okay. Dürstete sie das noch bedeutet, ihr beherrscht mehr... das komplette Repertoire. Genau. Aller geistesverändernden Substanzen hier. In Hyboria, gut zu wissen. Wo sind sie denn ansässig, werter Schamane? Genau, wissen Sie, wo die Taverne ist? Ja, natürlich. Und genau da wurde sich der Fluss gabelt. Genau da wohnen wir. Okay, verstehe. Ja. Gut zu wissen. Vielleicht werde ich da mal vorbeischauen für den einen oder anderen Trunk. Ja, außerhalb der Taverne. Ich führe auch Rituale durch. Also, wenn da Interesse besteht und man einen schweren Kampf vor sich hat, kann man gerne bei mir vorbeischauen. Und dann. Lass ich einige Götter sprechen und verzaubere den ein oder anderen Krieger für den nächsten Kampf.
Ja, verstehe. Ja, mit Verzauberungen kenne ich mich tatsächlich aus, aber das war in einem früheren Leben. In einem früheren Leben. Ah, ich verstehe. Nun denn, werter Schamane, ich möchte Sie nicht weiter aufhalten. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Ich hoffe, Sie finden ja Aloe Vera. Ja, dann einen schönen Weg noch. Ja, gleichfalls. Man sieht sich. Ich glaube, die Leute, Das war der gute Losti. Ich glaube, die Leute haben sogar aber auch richtig Bock auf Tränke, weil die einfach zu faul sind, sich das selber zu machen. Ich muss halt nur mal gucken, wie ich das gestalte. Ich will ja wirklich Rituale machen. Also ich habe das schon vorbereitet mit Musik und allem. Ich weiß noch nicht, wie viel Tränke ich denen dann mitgebe. Achso, ich habe da meinen geilen Hammer hier, Achtung. Schon wieder fast vergessen, dass der Hammer Wunder wirkt gegen die Viecher. Also es wird richtige Rituale geben. Ich weiß nur noch nicht, wie viel ich den Leuten dann mitgebe an Tränken. Schwierig. Ich meine, die sind ja auch etwas teurer in der Herstellung. Und nicht einfach mal so schnell gemacht. Aber wiederum sollen sie ja auch was davon haben. Weiß jemand im Chat, wie lange so ein Trank anhält? Das weiß ich nämlich ehrlich gesagt noch nicht. Ich weiß, wie man sie herstellt. Ich habe aber noch keinen probiert. Nur 10 Minuten. Ich glaube, ich würde denen dann 3 Tränke geben. Dann haben sie eine halbe Stunde quasi 200% Stärke oder 200% doppeltes Leben. Sowas. Dabei. Hat er irgendwas dabei? Der hat gar nichts dabei. Nulpe. Frische Nulpe. Ich muss ja doch gucken, ich muss ja die Blüten und alles erstmal auftreiben wieder. Ich habe jetzt zwar so ungefähr, sag ich mal, 20 Tränke, egal von welchem. Aber... Gibt es eigentlich auch Samen daraus? Also Aloe Vera Samen? Oder kriege ich immer nur Aloe Vera? Ah, gibt's auch. Gute Frage, habt ihr auch ehrlich gesagt nicht so benutzt, aber die Wirkung ist sehr schnell weg. Der Trank der Infrarotsicht hält 2 Minuten. Was ist denn? Hä? Trank der Infrarotsicht? Den habe ich so gar nicht im Netz gefunden. Ja, guck mal, wie viel Aloe Vera wir jetzt haben. Voll gut. 2000 irgendwas. Ein bisschen überladen, würde ich sagen. In der Mitternachtsalchemie, glaube ich, drin. Du meinst hier bei Talente oder was? Kann sowieso mal gucken. Tränke, weil einige konnte ich, glaube ich, erst ab Level 60. Nö. Kann man alle jetzt schon. So, Fischkiemen ist ja unter Wasser atmen, Vitalität erhöht, Überlebensfähigkeit erhöht. Die finde ich aber Quatsch. Ah, den lernt man erst. Ah, verstehe. Ah, ne, dann habe ich den da logischerweise noch nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wiegt denn hier so viel. Das können wir wegpacken.
So. Haben wir noch ein bisschen weiter. Hier gibt es ja noch ein bisschen was. Könnten auch noch Seide holen, wenn wir einmal hier sind. Schwierig. Holen wir noch Seide? Aber ich muss gucken. Ich kann eh nicht mehr so viel tragen. Glaube ich. Glaube ich, denke ich. Tue ich. Ich habe irgendwo noch Aloe Vera übersehen. Ich habe festgestellt, das siehst du nämlich, wenn du in die Richtung guckst, siehst du die einen Pflanzen und wenn du in die Richtung guckst, die anderen. Ich weiß auch nicht warum, weil die immer versteckt sind hinter so Büschen. Aber das war mal eine Farming-Tour, würde ich sagen. Was? Bin gerade online und das Vieh steht im Wohnzimmer. Was? Ah, die wundern sich auch gerade, dass die Viecher immer zurückspawnen. Das nervt ein bisschen. Du bist in irgendeiner Höhle oder irgendwas, kommst wieder raus und das Vieh ist auf einmal zu Hause und du musst den ganzen Weg zurücklaufen. Richtig ätzend. Richtig ätzend. So, ich glaube, wir haben alle. Alle Aloe Vera Pflanzen. Reicht ja auch. Ich auch. Die Frage ist, ich wollte sowieso mal kurz gucken da, Richtung Norden von hier aus, hieß es, von euch, da gibt es eine Höhle. Was? Wenn ihr die Tiere nicht hinstellt, sondern nur auf Entfolgen geht, gehen die nach Hause nach Hannover. Echt? Ist das Safe Call? Bist du dir da 100% sicher? Hallo Dimas, Reed, was geht? Das wäre mal gut zu wissen. Weil... weil die ständig immer zu Hause sind. Hallo Pseudonome, herzlich willkommen im Stream. Okay. Das ist ein guter Hinweis, den werde ich der anderen mal mitteilen. Und hier wollte ich mal gucken, ihr habt gesagt, hier gibt es irgendwo eine Höhle. Hier gibt es zwar auch diese Mega-Monster-Spinne, aber... ich bin ja auf meinem treuen Pferd. Guck mal, das sind die blauen Spinnen. Kann man die eigentlich auch züchten? Weil das habe ich im Internet jetzt nicht gefunden, ob man die blauen auch irgendwie züchten kann. Ich glaube eher nicht, oder? Ah ne, hier war gar kein Spinnenboss, hier gab's. Ach ja, da ist die. Guck mal, da ist die Höhle. Das war hier so ein Wüstenwurmboss. Hier war die Höhle. Der Durchgang. Was lauert hier drin so? Ist jetzt noch nix. Das Glibberschleim? Was ist denn das da und das Leuchtende? Ist das dieser Glibber? Mal das hier mal angucken ein bisschen. Oh shit. Eine Spidey, guck mal. Nehmen wir doch noch ein bisschen Seide mit. Wie, das gibt keine Seide. Wieso, wo kommen jetzt die alle her hier? Hier brennt's? Was brennt denn hier? Na, ihr Süßen? Das wäre eigentlich ganz gut für einen Begleiter gewesen. Der hätte die schön weggemetzelt. Yay, ein Level noch, Leute. Endspurt. Endspurt. Was ist denn hier noch? Gibt es hier was zu entdecken? Und was ist das? Das sind Leuchtekristalle? Was sind das für welche? Ach, ganz normal Kristalle. Warum leuchten die denn dann?
Ich will auch, dass die leuchten, wenn ich die im Besitz habe. Brauche ich Kristalle? Eddie brauchte welche, aber da hat mir die eine Höhle gefunden. Lass das mit der Seide aber, glaube ich mal. War nice, dass hier so viele Spinnen sind. Bisschen laggy gerade. Kannst du auch mal stillhalten jetzt? Ja, wenn ihr in Vollkundschaft seid. Okay. Okay, das ist aber super zu wissen. Gibt's hier auch eine Kiste oder irgendwas? So, da ist noch so ein großes Ding. Wo geht's denn wieder raus? Da oben? Ne, von da komme ich doch, oder? Von wo komme ich denn jetzt? Ne, von da komme ich. Sieht nur beides gleich aus. Wie stark bist du denn, Alter? Alter Falter, ich komm gar nicht weg. What? Wie stark? Holy moly. Shit. Krass. Das Vieh war stark. Ja, Pferd, komm mal hinterher, komm. Porte mal hoch. Oh. Ah, noch ein bisschen überlebt schon. Vergiftet. Das war krass. Nicht gedacht, dass es so viel Damage macht. Ich meine, ja, das hatte 2000 Leben, aber so, Pferd ist wieder da. So, wo komme ich denn da jetzt raus? Wo komme ich da jetzt raus? Muss ich jetzt hier auch noch schwimmen? Hier gibt es doch bestimmt was zu finden. Uff, wieso ist er so tief? Und hier unten ist einfach nichts. Das ist ja für ein Quark. Lassen die 21 Meter tief tauchen und da ist nichts. Ja, im Norden, ich weiß, aber wo, genau? Zeig mal. Gibt's hier nichts zu finden? Keine Kiste, gar nichts? Sehr langweilig. Voll die langweilige Höhle. Ein paar Spinnen und da so ein Hustenwurm, aber das war's. Ach, guck mal, hier, er. Den wollte ich ja haben. Na, warte mal, komm mal her. Oha, muss ich aufpassen mit der Ausdauer. Lass doch mal das Pferd jetzt in Ruhe. Zehntausend, ey. So, wenn ich den abbaue. Das Hackmesser noch dabei, aber Hackmesser bringt da, glaube ich, nicht so viel. Was, wenn ich die mit der Sichel absetze? Ich dann noch ein Mehl oder was? Ah, auf jeden Fall ein Schädel. Ah, Dämonenblut, nice. Das ist gut. Das kann ich gebrauchen.
Wie, warum komme ich hier nicht durch? Was soll denn das jetzt? Wieso ist hier zu? Ah. Lull. So, wo komme ich hier raus? Lol, wo bist du? Ey, was? Da komme ich raus? Krass. Ja. Ist natürlich noch weiter von zu Hause weg als das jetzt. Ah, man geht hier quasi durch, ich verstehe. Na gut, da können wir die beiden Sachen hier noch erkunden. Die haben uns noch gefehlt. Die haben uns noch gefehlt. Aber gut zu wissen. Aber warum kriege ich jetzt hier keine Höhle als Symbol quasi? Interessant. So, kommen wir jetzt genau drauf zu, ja. Interessant, Leute. Interessant. So, hier geht's nach unten. Warum dann immer die Ausdauer weg ist? Autsch. Und dass man einen Trank nicht auf dem Pferd trinken kann, ist richtig ätzend. Hier sitzt einer. Wer bist du denn? Was machst du da? Die wild? Ah. Das war jetzt dumm. Das war jetzt richtig dumm. Noch ein Trank und noch ein Trank. Und nochmal die 8. So. So, hier sollen noch Sachen sein zum Erkunden. Die beiden Fragezeichen, die nehmen wir noch schnell mit. Ein Elch, den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Alter, wie schnell ist er denn? Ah doch, habe ich schon gesehen. Das ist auch noch hier so ein extravaganter. Gib mir mal den. Lass mal das Pferd jetzt in Ruhe. Ich häng fest. Hä, haut er jetzt ab? Will er mich verkackeiern? Und regeneriert Leben oder was? Tatsächlich. Hä? Wie, der ist jetzt weg? Vor allem, er ist weg und hat sich regeneriert. Ist das nicht schon wieder los? Feiger Penner ist das. Waldkönig, ich gebe dir gleich Waldkönig. Aber wenn ich den jetzt mit dem Dings mache. Ah, das war sogar eine Crashed. Das war sogar eine Crashed. Was haben wir denn in seinem Kopf oder was? Tatsächlich. Elchkönigkopf. Wie ein Mörder. Aber das ist eine geile Kombo mit dem. Mit dem Hammer und der Axt, finde ich. Weil mit dem Hammer durchbrichst du die Verteidigung. Und mit der Axt haust du dann Blutungsschaden rauf.
guck mal, die halten mehr aus. Kannst du nicht einfach umreiten. So, aber ich wollte ja jetzt eigentlich hier erkunden. Hier muss es irgendwas zu erkunden geben. Hallo KAP, was geht? Herzlich willkommen. Hier ist dieser Ekelwolf. Mächtiger Wolf. Der macht mir zu viel Damage. So, hier muss es irgendwo was geben. Zu entdecken. Aber hier ist nichts. Direkt am See, sagst du? Da liegen Menschen, ja. Aber eigentlich dachte ich, hier gibt's... Ich habe gedacht, hier gibt es ein Dings, Bums, Bums, Dings. Was ist das denn, Alter? Da ist ja nichts dabei. Nee, ich dachte, hier gibt es einen Ort. Das hier im Wasser? Ist nichts im Wasser. Ach, doch da, oder was? Zeig mal. Nee, das sind Pflanzen. Ist nichts im Wasser. Hier ist nix. Eine Labertafel, du meinst hier so ein... wo man hingeht und E drückt, oder was? Aber das bringt mir ja nichts. Also wenn ich da jetzt E drücke, da kriegt man ja weder XP noch irgendwas. Aber wo ist das Ding denn? Was ist denn eigentlich hier in der Mitte? Ist hier irgendwas? Nö. Ist ja nix. Hä, aber wo ist hier was? Bin ich blind? Denk dran, ich habe Verzögerung. Wenn du gerade zuschreibst oder links, dann bin ich schon 5 Meter weiter. Aber hier ist nix. Doch da, oder was? Das Ding? Ah, hier, guck mal. There was a time, long ago, when our peoples were linked. This aqueduct served as both highway and life source. Transporting water from the high places. And providing your people with safe passage into the north. No more. The borders have been sealed. The water no longer flows as it once did. Das auf der Brücke habe ich schon. Bonds of friendship have been replaced with the rhetoric of war. Aber no more, wo das Fragezeichen auf der Karte ist, soll eigentlich noch was sein. Safe by our orders. I don't know. Auch nur markiert. Was auf einer Karte eingezeichnet war. Da oben vielleicht. Den Wölfen.
Nö. Aber dann weiß ich auch nicht. Dann gucken wir hier mal noch. Soll auch irgendwo noch was sein. Ja, Freyas Hütte soll doch hier auch noch irgendwo sein. Die Frage ist, wo? Nett gesonnen oder eher nicht so? Yep. Nö, hast du nicht, Mulle. Nix verpasst. Komm mal ran, Diggi. Warte mal, da würde ich auch gerne mal den Hammer schwingen lassen. Buchst den gleich komplett die Zähne raus. Alter, darf ich auch mal angreifen? Aufpassen, dass ich nicht sterbe hier. So, das ist Freyas Hütte und Freya ist die da oben, oder was? Ist da eine coole Kiste oder so? Nix. Pferd, komm rein. Die hat keine Kiste hier rumstehen? Das ist frech. Oh, ich kann die da nicht runtertreten. Ist sie stark? Bist du stark? Eine nice Bogenschütze, bist du. Wow! Jetzt warte doch mal! Oh, ich kann mich nicht. LOL, die schießt weiter! Dreckbein! Das hat ein Nachspiel, Fräulein. Das hat ein Nachspiel! LOL, weil das Pferd jetzt gesprungen ist, hat die Heilung aufgehört. Du verpasst hast, dass ich fast Level 60 bin. Junge, voll gut, ey. Ja. Ah, die muss ich jetzt leider töten, das ist, das geht nicht anders. Krieg ich jetzt erstmal eine mit meinem Hammer. Ich darf jetzt Bekanntschaft mit meinem Hammer machen. Die da runtertreten, aber es geht nicht. Komm doch mal weg von der Kante da, meine Fresse. Hängt die da jetzt fest? Nicht wieder runterfallen! Ah, guck mal, noch ein Herz. Könnten wir eigentlich noch einen Gorilla holen. Ah ne, das... Der Gorilla, der war ja... Der war ja Dings. Das war ja, wenn du den Dude da besiegst. Hallo Performance, Grüße. Wo kriege ich denn eigentlich Graulotus her? Was ist das hier für eine Pflanze eigentlich? Was ist das? Das kenne ich noch gar nicht. Falsche Aero, doch, die kennen wir schon.
Nee, Gorilla gibt's auch mit Herz. Ja, aber das ist das Herz von diesem Typ, den du in der Höhle besiegst. Das ist kein Nordmann-Herz. Das ist kein Nordmann-Herz. Das ist, wie gesagt, Gorilla. Das ist Typ, der die Höhle bewacht quasi. Der ist das. Nordmann gibt Yeti. Ja, hat ja nicht funktioniert. Der Scheiß. Dann können wir da hinten eigentlich noch den Dings killen. Ne, der Typ, der hat ein komplett anderes Herz dabei. Spezielles. So. Dann würde ich aber sagen, killen wir den jetzt hier noch schnell. War hier nicht auch so ein besonderer? Hier war doch auch so ein besonderer. Ich glaube, der hat auch ein Herz gegeben. Gleich mal einen Hammer rausgeholt hier. Darf sich mal meinen Hammer angucken. Ja, warum ist denn jetzt hier keiner? Was ist das denn? Hier hat schon jemand vor mir aufgeräumt. Sehr uncool. Hier war gerade jemand. Nee. Na gut. Dann würde ich sagen, Leute, an der Stelle machen wir erstmal einen Cut mit der YouTube-Folge und sehen uns dann zur nächsten. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin macht's gut. Tschüss.